Ja, ich bin heute der Ehrenpräsident der Sportfahne Siegen. Ich bin 1983 in einer Nacht- und Nebelaktion bin ich Präsident geworden. Und zwar auf der Johanneshöhe oben. Da war also ein großes Problem im Vorstand. Da wurde jemand gesucht und dann sagte der damalige Vorsitzende zu mir, hör mal, am besten ist, wenn du Präsident wirst. Und das war für mich ungefähr so, wie wenn einer, was weiß ich, sonst etwas sagt, wo ich mir gar nicht vorstellen konnte. Denn ich bin ja hier in der Firma Utsch, heute in der Utsch AG, nicht nur Inhaber, sondern auch Geschäftsführer. Und habe das ja mit der Familie, wir haben das ja aufgebaut hier, beginnend 1961. Wir hatten ja voriges Jahr das 50-Jährige gefeiert von der Firma Utsch AG. Und bin aber nun an der Seite dieses ganzen Geschehens seit 1983 bei den Sportfreunden gelandet. Also das jetzt zu erzählen, würde fast ein bisschen die Sache explodieren lassen. Denn was da, warum das alles so ist und wie das gekommen ist, das kam zum Beispiel durch die Jugendarbeit. Mich hat einer von Sportfreunden angesprochen, ob ich denn der Jugend nicht helfen könne. Sie bräuchten dringend Trikots, ja. Und da sagte ja, da kannst du doch mit Utsch Werbung machen, nicht? Und dann tust du was für die Firma und gleichzeitig für den Verein. Ach ja, ich fand die Idee ganz gut und dann habe ich damit angefangen, Werbung zu machen mit Trick auf Trikots, Utsch. Und dann hieß es dann, ja, dann kannst du ja auch Mitglied werden und kannst dann auch in der Vorstandsarbeit vielleicht mithelfen. Und so kam es dann 1985, dass ich dann, wie gesagt, in dieser Nacht- und Nebelaktion gebeten wurde, doch den Posten des Präsidenten anzunehmen. Und ich habe das gemacht, aber ohne zu ahnen, das muss dabei sein, was damit auf mich zukam. Mhm. Als ich dann an dem nächsten Morgen in der Zeitung schon las, Manfred Utsch ist Präsident, da habe ich also gedacht, jetzt ist irgendein Gewitter oder was weiß ich, über mich hinweggeschlagen, denn das war also, das konnte ich noch damals auch noch gar nicht so begreifen, was dann war. Ja, und was dann ab 1985 mit dem Sportfreund geschehen ist, haben wir ja alles hier in diesem schönen Buch Freunde fürs Leben niedergeschrieben. Und das ging ja dann auch so weit, dass ich, ich glaube, das war 1992, eine Konzeption geschrieben habe, weil jemand zu mir sagte in Köln, der Gorbatschow hielt einen Vortrag und ich war dann in Köln und habe mir diesen Vortrag angehört und da war ein Siegerländer, der saß neben mir und da sagte er zu mir, sagte er, hör mal, du machst da Sportfreunde in Siegen, bist Präsident, habt ihr eigentlich auch eine Konzeption, da muss man, wenn man so einen Verein führt, braucht man eine vernünftige Konzeption. Und dann habe ich gesagt, ja, die haben wir eigentlich nicht, da wurde mir überlegen. Und das war dann der Moment, wo ich dann auch begonnen habe, eine Konzeption zu schreiben und ins Leben zu rufen. Und die in der Konzeption, da stand drin, als Ziel nach 5 Jahren Aufstieg in die zweite Bundesliga. Mhm. Und dann, als das bekannt wurde hier in Siegen, dass ich von der zweiten Bundesliga sprach, wir waren damals in der Verbandsliga, also das sind also, ich weiß nicht, 5 Klassen tiefer, da haben die Leute gesagt, jetzt spinnt der Utsch. Ne? Mhm. Wie kann man denn sagen, zweite Bundesliga, wenn man mit so etwas ja überhaupt gar nicht rechnen kann. Ich habe den hier aber bewiesen, hier im Siegerland, dass wir die zweite Bundesliga erreicht haben, allerdings nicht in der Kürze der Zeit, sondern erst im Jahr 2005 sind wir dann aufgestiegen. Das war ja ein Riesenzirkus hier, nicht, dass die Sportfreunde Siegen da in der zweiten Bundesliga gelandet sind. Und das war auch dann der Höhepunkt für mich und auch ein sehr schöner Höhepunkt und eine sehr schöne Sache mit den Sportfreunden, mit meinen Sportfreunden in der zweiten Liga zu sein. Nicht? Das war also mal zunächst ein Riesenerfolg. Ja. Und was sind dann genau Ihre Aufgaben? Jetzt sind Sie ja Ehrenpräsident. Was haben Sie da für Aufgaben? Also ich habe als Ehrenpräsident eigentlich gar keine operativen Aufgaben. Mhm. Ja, ich will mal so sagen, die Führung des Vereines obliegt in anderen Händen. Ich bin hier nicht im Vorstand, ich bin kein Beisitzer oder sonst, oder ich bin kein Trainer oder kein
kein Ordnungshüter im Stadion, sondern ich bin halt der Ehrenpräsident und im Grunde genommen eigentlich immer mit allen Augen und Ohren darüber wachend, was passiert mit den Sportfreunden und machen wir alles richtig und kann ich hier helfen, kann ich da helfen. Ich muss leider daran erinnern, dass wir nach dem Abstieg in die, aus der zweiten Liga dann in eine Insolvenzphase reingeschlittert sind, wo der Verein dann in der fünften Liga gelandet ist. Aber genau das ist an sich für mich auch ein Punkt, wo ich dann auch gesagt habe, ich kann den Verein nicht im Stich lassen. Er ist jetzt in der fünften Liga. Wenn ich ihn jetzt im Stich lasse, dann wird er vom Insolvenzverwalter abgemeldet und dann gibt es den Verein nicht mehr. Das hat man mir klipp und klar gesagt, Herr Utsch, wenn Sie nicht weitermachen, dann melde ich den Verein ab. Und das war natürlich etwas, was ich mit mir überhaupt nicht innerlich vereinbaren konnte, dass man einen Verein Sportfreunde Siegen abmeldet. Ja, das wäre schade, ja. Und jetzt sind Sie ja nicht nur Ehrenpräsident, sondern auch Sponsor. Und wie lange sind Sie jetzt schon Sponsor von den Sportfreunden Siegen? Eigentlich seit 1983. Auch seit da dann? Ja, als ich die ersten Trikots gekauft habe, das war typisches und echtes Sponsoring. Ja. Nicht, dass auf einem Trikot der Name Utsch erschien und die Trikots dann gekauft wurden auf Kosten, auf meine Kosten und die Fußballer und Fußballerinnen Trikots hatten. Ja. Das war etwas, was die ja nicht, das war für die schwierig, denn das kostet ja Geld. Ja. Da fing das Sponsoring mit an. Und dass heute also Banden im Stadion vorhanden sind, wo Utsch draufsteht oder was auch immer, wo immer Utsch erscheint, das ist dann das Sponsoring. Ja. Und als Sponsor, haben Sie da irgendwelche besonderen Aufgaben oder wie läuft es dann so ab? Als Sponsor hat man eigentlich überhaupt keine Aufgaben, außer dass man den vereinbarten Betrag bezahlt, einen Jahresbetrag oder wie auch immer, und dann dafür eine gewisse Leistung des Vereines bekommt. Ja, eine Leistung, ich will das mal so ausdrücken, soll ja Werbung sein für den Sponsor. Wenn ich also Sponsoring mache und habe irgendwelche Artikel zu verkaufen und ich erscheine mit dem Namen im Stadion und die Zuschauer sehen das oder wenn es Fernsehen kommt, das sieht man, dann ist das ja Werbung für den Sponsor und Werbung soll ja auch dann Umsätze bringen, also dass der Sponsor auch dafür etwas bekommt. Und jetzt haben wir ja eine besonders gute Situation übrigens. Nachdem wir aufgestiegen sind in die vierte Liga, sind natürlich diese Ausgaben fürs Sponsoring wieder wertvoller geworden. Das heißt, es kommen mehr Leute ins Zuschauer, es sehen mehr Leute die Berichte in den Zeitungen, es kommt auch wieder das Fernsehen, ja, Westdeutsche Rundfunk war jetzt wieder im Stadion. Das heißt also, die Werbung über die Sportfreunde ist aktiver und ist besser. Und bringt dann auch für die Leute, die Geld für Sponsoring ausgeben, bringt dann auch etwas. Ja, also war das quasi, dass Sie gleichzeitig Präsident und Sponsor wurden, 1983. Ich fing als Sponsor quasi an, als Sponsor, bin 85 Präsident geworden, aber dieses Sponsoring auf der einen Seite, und die Tätigkeit, die operative Tätigkeit als Präsident, das hat das eine mit dem anderen eigentlich relativ wenig zu tun. Nur es war eben halt so, es existierte, dass ich einerseits Sponsoring machte für meine Firma, nicht? Und andererseits war ich privat der Präsident der Sportfreunde Siegen. Ja, das sind so unterschiedliche Aktivitäten. Ja. Okay. Und Sie selbst besuchen auch oft die Sportfreunde Siegen? So gehen fleißig zu Spielen, Heimspielen, Auswärtsspielen? Ja, also wenn ich kann, besuche ich jedes Spiel. Mhm. Also wenn ich die erste Mannschaft zum Beispiel, das muss ich ja unbedingt sehen. Das ist natürlich dann mittlerweile zur Herzenssache geworden. Ich muss also gucken, was die Jungs machen. Ja. Ich werde also zum Beispiel nachher im Stadion die neue Mannschaft wird mir vorgestellt werden und ich werde die begrüßen, werde denen alles Gute wünschen in der Saison und werde danach mindestens zu jedem Heimspiel
auch in der Kabine guten Tag sagen und wünsche Ihnen dann, wünsche den Sportlern dann auch viel Erfolg, auf dass die Sache auch gut wird und erfolgreich wird. Mhm. Haben Sie auch einen Lieblingsspieler? Nein. Nein. Die ganze Mannschaft. Alle. Da gibt es keinen Lieblingsspieler, sondern die habe ich alle lieb. Ja. Die ganze Truppe. Ja, wenn schon, denn schon. Und was gefällt Ihnen an den Sportfreunden Siegen besonders gut? So was macht die Sportfreunde für Sie aus? Das ist das Fluidum, was diese Geschichte umgibt, wenn ich im Stadion, wenn wir gewinnen und die Zuschauer rufen Siegerland, 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 dann habe ich ein gutes Gefühl. Und das ist eine Sache, die, wenn die zum Beispiel jetzt gestoppt werden würde durch Verlieren, 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 da würde mir echt etwas fehlen. Aber sobald wir gewinnen und die Zuschauer, die Fans, die rufen Siegerland, Siegerland, nicht? Dann ist der Punkt gekommen, wo ich sage, so, ja, das gefällt mir jetzt. Ja, schön. Und wie kamen Sie denn zu den Sportfreunden Siegen überhaupt? Haben Sie da früher selbst Fußball gespielt oder fing das alles durch das Sponsoren der Trikots an? Oder? So fing es an. So fing ich hatte an. Vorher mit denen nichts zu tun. Also ja. Selbst auch kein Fußball gespielt? Ich habe zwar als Jung in der Knabenmannschaft in Eiserfeld habe ich mal gespielt, aber da war ich ja ein Knabe, die Knabenmannschaft. Aber darüber hinaus habe ich mit Fußball sonst nichts zu tun gehabt. So alles spontan durch dieses. Das kam ganz spontan. Das war 83, eine ganz spontane Geschichte. Und die hat sich eben halt auch dadurch ergeben, dass man plötzlich einen Kontakt hatte mit jungen Menschen, mit Mannschaften. Ich denke an die Weihnachtsfeiern. Wenn ich also auf Weihnachtsfeiern gegangen bin, dann habe ich dann gesagt, wenn du schon zu einer Mannschaft auf den Weihnachtsfeier gehst, und sagt, wünscht ihnen fröhliche Weihnachten. Dann musst du zu allen gehen, ja, und musst auch in jeder Mannschaft einen 50er hinlegen, dass sie da was zu trinken für kriegen oder sonst was haben. Auf jeden Fall habe ich auf die Tour dann mich, glaube ich, nicht nur bekannt gemacht, sondern auch, hatte auch das Gefühl, dass die Fußballer, auch die ganz Jungen, das mochten, wenn man sich um sie kümmerte. Ja. Und was würden Sie sich für die Sportfreunde wünschen für die Zukunft? Ja, ich wünsche mir für die Zukunft, für die Sportfreunde, dass sie auch mal wieder in die zweite Liga aufsteigen, aber zumindest in die dritte Liga. Und was die Jugendmannschaften anbetrifft, das habe ich jetzt gerade ja gelesen, es ist ja enorm, was da erreicht worden ist, wenn ich das gerade ganz neu lese, das neue Jugendkonzept, nicht erfolgreiche Abschneiden der Jugendmannschaften, ja. A, B und C Jugend, das erfolgreiche Abschneiden der A-Jugend, der B-Jugend und der C-Jugend in der gerade jetzt abgelaufenen Saison, das ist ja unglaublich, ja. Denn das bedeutet ja, dass nicht nur die Fußballer, sondern auch die Trainer und Betreuer in der Lage sind, eine gute Arbeit zu leisten. Und das stimmt mich natürlich sehr positiv für die Zukunft. Und nun gibt es bei den Sportfreunden Siegen ja auch eine Damenmannschaft. Gibt es auch. Sind auch erfolgreich. Sind auch erfolgreich. Ja. Die werden auch tatkräftig von Ihnen unterstützt. Ja, natürlich. Ja. Die Frau Winkler, die hier bei mir beschäftigt ist, in der Firma Uchaki, die ist ja zuständig für die Damenabteilung. Ah, die ist okay. Also ganz in der Nähe, nicht? Mit der habe ich sehr engen Kontakt. Und ich sage, Emmy, sorgt bitte dafür, dass die Mädchen auch gewinnen und dass es denen gut geht. Ja, ja, sehr schön. Ja, also für die Zukunft würden Sie sagen, zweite Liga in ein paar Jahren wäre wieder drin. In ein paar Jahren, zweite Liga. Also wenn ich an die Vergangenheit denke, wie es gewesen ist, da hatte ich gedacht, 5 Jahre. Wir haben es geschafft in 10 Jahren. Also wenn wir das jetzt mal übersetzen in die Zukunft, und wir würden in 10 Jahren in die zweite Liga steigen, aufsteigen, dann wäre das auch ein toller Erfolg. Ja, sicherlich, ja.
Und nun das Unternehmen Utsch, können Sie zu dem noch ein bisschen was sagen? Zum Unternehmen Utsch ist jetzt ja im vergangenen Jahr viel gesagt und geschrieben worden, denn das Unternehmen ist vor 50 Jahren, jetzt also im 51. Jahr, gegründet worden von Vater Erich und der Familie, also meine Wenigkeit. Und wir haben ja vor dann heute 51 Jahren angefangen und sind Weltmeister. Man sagt, Utsch ist Weltmeister auf dem Gebiet der Autokennzeichentechnik. Das heißt, wenn irgendwo in der Welt neue Nummernschilder oder Technik gebraucht wird, dann ist Utsch eigentlich derjenige, der da in Kontakt ist, weltweit. Das ist also nicht nur Deutschland, sondern das spielt dann gar keine Rolle. Das sind rund um die Kugel sind wir tätig. Und Sie sind hier dann der Vorstand? Nein, nicht mehr. Chef oder nein, nicht? Auch hier bin ich da. Auch hier bin ich sozusagen der, also der Ehrenpräsident, nein, sagen wir so. Ich bin Aufsichtsratsvorsitzender. Ah. Ich bin also Hauptaktionär und bin Vorsitzender des Aufsichtsrates. Und einer meiner Söhne schickt sich gerade an, die Nachfolge hier zu, anzutreten, die Nachfolge des Vorstandsvorsitzenden. Und ich bin, wie gesagt, als Aufsichtsratsvorsitzender natürlich ganz nah immer dabei. Schön. Ja gut, das wäre es dann schon soweit. Ich hätte keine Fragen. Außer möchten Sie noch irgendwie was loswerden, was noch nicht gesagt wurde? Ich würde etwas loswerden, was aber eigentlich mit den Sportfreunden nichts zu tun hat. Mir ist aufgefallen bei der jetzigen Europameisterschaft, dass unsere Nationalmannschaft, wenn die Nationalhymne singen sollen, dass von den 11 Spielern 5, 6 nicht mitmachen. Mhm. Das ist mir also sowas von unangenehm jetzt aufgefallen, gerade jetzt, dass ich mich gefragt habe, warum machen die das nicht? Warum, wenn ich Deutscher bin und als Deutscher hier in der Nationalmannschaft mitspielen darf und kann, dann muss ich doch, meine ich doch, wenigstens in der Lage sein, die Nationalhymne mitsingen, mitzusingen und damit zu zeigen, wie gerne ich in dieser Mannschaft spiele und in dieser Mannschaft aufgehoben bin. Aber da jetzt streiken und nicht mitsingen, finde ich persönlich, weiß nicht, ob ich da falsch denke, aber ich persönlich finde das gar nicht gut und es ist mir nicht sympathisch. Ja, das stimmt, ja. Haben die Sportfreunde Siegen auch irgend so ein Vereinslied? Ja, wir haben mehrere Vereinslieder. Jedes Mal irgendwie im Stadion? Das machen wir natürlich nicht, aber das sind ja keine Nationalhymnen, das sind ja Lieder, Sportfreunde-Lieder, die irgendeiner mal jemand mal gedichtet hat. Und geboren hat. Und die werden auch dann wieder gesungen. Aber wir machen natürlich nicht wie die Nationalmannschaft vor einem Spiel, dass wir hinstehen. Und ja, nein, das nicht. Aber ja, so, weil, wir, dass die werden dann aufwärmen sie, oder so, dass die dann gespielt werden. Das kann ja auch nicht jeder singen. Ne? Nee? Nicht jeder. Nee, kann ich. Weil das muss man respektieren, wenn einer gar nicht singen kann. Ich würde mich dann hinstellen und würde wenigstens den Mund so formen, dass man im Fernsehen sieht, ah, er singt mit, aber hinstehen, böse, die Zähne aufeinander, das finde ich nicht gut. Mhm.